Also, Toni, du wirst aber heute Abend einen Duettpartner bekommen an deine Seite. Das ist ein wirklich toller Sänger. Und wer dieser Duettpartner sein wird, das verrät dir jetzt ein Mann, der gemeinsam mit uns diese Überraschung vorbereitet hat, der am liebsten eigentlich selbst mit dir dieses Lied singen möchte. Aber du weißt selbst, dass er das momentan nicht kann, denn er ist in Amerika unterwegs. Und dort schaut er uns jetzt aus unserem Korrespondentenstudio zu. Er ist live zugeschaltet und jetzt hoffen wir, dass die Verbindung passt. Guten Abend, Marc Marschall, der Sohn von Toni Marschall. Hallo Junge. Guten Abend, hallo. Grüße Magdeburg, ich grüße Deutschland. Hallo Papa. Wir hören den Marc noch ein bisschen schlecht, aber Marc, kannst du uns gut hören? Ich kann euch gut hören und ich möchte auch gleich mal ein Kompliment loswerden an dich, Florian, wie du die Sendung führst mit dieser Verletzung. Das ist großartig und viele Freunde hier aus Amerika, die mit mir die Sendung jetzt hier so ein bisschen mitbekommen, die sind begeistert von dir. Dankeschön, danke dir, Marc. Vielen Dank. Aber jetzt sag mal, du hast ja gemeinsam mit uns diese Überraschung für Toni vorbereitet. Wer wird heute Abend gemeinsam mit Toni dieses tolle Lied singen? Am liebsten, wenn ich einen Wunsch äußern darf, Mike. Hallo? Wenn ich einen Wunsch äußern darf. Es ist ein bisschen verzögert, die Zeit, deswegen ich höre. Am liebsten mit dir. Aber was machst du in den USA? Ich mache Musik. Ich bin ja leider etwas schnell abgehauen letzte Woche, als dein Geburtstag war in Baden-Baden. Aber ich habe mir viele Gedanken gemacht, wer denn heute mit dir dieses Stück singen könnte. Ich weiß, es ist dein Lieblingslied. Wir haben es gemeinsam für deine CD vorbereitet. Und es war nicht einfach, jemanden zu finden. Und Florian, viele Mitarbeiter des Teams, der MDR, alle haben geholfen, dass wir doch einen adäquaten Partner für dich finden werden. Darf ich raten, Marc? Darf ich raten? Bitte? Ist es mein Partner Xavier Naidoo? Ja, der wäre auch schön, aber jetzt... Nein, der ist es nicht. Xavier hätte es sicher gerne gemacht, aber Florian, wie tüten wir denn das jetzt ein? Das ist ja eine Überraschung. Ich würde jetzt vorschlagen, du verrätst ganz einfach, wer es wirklich ist. Ja. Verrat es uns, wer wirklich jetzt mit Toni singen wird. Komm, sag schon. Okay, ich muss mich da aber kurz mal aus dem Bild machen. Moment. Okay. Es war nicht einfach, das Ganze vorzubereiten, denn man kann nicht einfach sagen, komm und sing mit Toni Marschall jetzt My Way und das noch in der größten deutschen Unterhaltungsshow beim MDR, beim Florian Silbereisen. Dazu musste schon einige Anstrengungen vollbracht werden und bevor dann irgendeiner mit dir dann auf die Bühne geht, der vielleicht gar nicht weiß, um was es geht, habe ich gedacht, ich komme selbst. Bravo. Meine Damen und Herren, Toni Marschall und Marc Marschall. Lebt dein Leben. Ursula, kommen Sie mit mir. Mein Freund, einmal da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm und manchmal eben, dass du grad stehen kannst, so leb dein Leben. Dass du dann sagen kannst, ich hab getan, was manchmal sein muss. Ich hab geliebt, getanzt. Es ist nicht viel, was ich bereuen muss. Ich nahm, was mein war, doch ich hielt die Hand auf, auch zum Geben. Dass du das sagen kannst, so lebt dein Leben. Ich weiß, es gab so manches Mal nach einem Hoch
manches tiefe Tal. Ich hab so oft umsonst gehofft, du hast gefühlt und doch verspielt. Hab viel gefragt und doch versagt, so angebaut und nicht durchschaut, was zu durchschauen war. Ich hab dafür bezahlt und noch gebracht, wenn du schon down warst. Und heute schau ich zurück, ob man's verzeihen kann und vergeben, dass du dann sagen kannst, so war dein Leben. Denn das wär ein Mensch, der keiner ist, der unterwegs. Denn ich gestehe, es ist so spät. I did my way. Yeah. Vielen herzlichen Dank. Toni Marshall, wie nie. Meine Damen und Herren, Toni Marshall mit seinem Sohn Marc Marshall live gesungen und live begleitet von unserem Samstagabendshow TV-Orchester.